Im Rahmen dieses Forschungsprojektes soll ein oder wird ein Tiltwing-Flugzeug entwickelt, das halt auch recht große Rotoren im Verhältnis zum Flügel hat. Und diese Messungen fließen in die Auslegung mit ein. Der Windkanal ist das elementare Mittel dafür, um die Rechenmodelle, die man braucht, die hochgenauen Rechenmodelle nachzuweisen, ob sie der Realität entsprechen, und zwar lange bevor ein Fluggerät gebaut wird, damit man feststellen kann, ob diese Modelle richtig sind und den Aufgaben entsprechen. Wir haben einen Düsendurchmesser von 1,5 Metern, eine Messstreckenlänge von 3 Metern. Der Windkanal wird nicht nur für Forschungsaktivitäten von uns verwendet, sondern explizit auch in der Lehre verwendet. Dort werden Studierende in entsprechenden Laboren, führen sich Versuche im Windkanal durch.